Michael Rostholz, wir stehen vor dem nächsten Turnier im Beachsoccer in Solothurn. Das mal nicht in der Innenstadt, sondern im neuen Sportzentrum. Was kann dort die einzelnen Teams, was könnt ihr erwarten? Also das Sportcenter ist 30-jährig, das Beachsoccerfeld ist neu. Ich arbeite selber dort, ich freue mich natürlich, es ist wirklich mein Zuhause, ich bin dort aufgewachsen. Wir freuen uns extrem, dass wir wieder daheim dürfen spielen und versuchen dieses Jahr noch ein bisschen mehr Zuschauer anzubringen wie letztes Jahr. Das ist eigentlich das Einzige, was jetzt gefällt hat. Aber es ist schon ein Outdoor-Feld. Es hat ein Sportzentrum, das auch einen Haufen Indoor-Sachen hat, aber Beachsoccer ist Outdoor. Beachsoccer ist Outdoor. Wir sind im Moment am Versuchen, den Eigentümer zu überreden, dass er eine Membranhülle im Winter drüber tut, dass man den ganzen Winter trainieren kann. Und das auf einem offiziellen Beachsoccer-Feld. Ich glaube, das gibt es in der Schweiz noch nicht und das soll ganz klar sein. Eben, ihr habt grosse Ambitionen, ihr wollt in der Meisterschaft ein bisschen dafür kommen. Im Cup habt ihr natürlich schon letztes Jahr das Finale erreicht, dort wollt ihr auch noch den nächsten Schritt machen. Wir versuchen es ja, Viertelfinale gegen Chargers auswärts, altbekannte Gegner. Wir haben sie schon lange nicht mehr geschlagen, manches Jahr, und wir haben uns das jedes Jahr zum Ziel gesetzt. Und das Jahr wollen wir sie im Cup und in der Meisterschaft schlagen. Und jetzt, wenn ihr ein eigenes Feld habt, also das Permanenz, hat das auch eine Änderung zur Folge für die Clubpolitik, dass ihr andere Spieler wollt, vielleicht aus der Region noch mehr anziehen? Das ist ganz klar das Ziel, ja. Jetzt sind wir drauf, also Frauenmannschaft auf beistellen. Wir wollen U16 ins Leben rufen, wir wollen Junioren Trainings anbieten, Mittwochnachmittag und so weiter. Die Nachfrage ist da, also jetzt müssen wir Gas geben und etwas daraus machen. Wir haben so lange gewartet, bis wir ins eigene Feld haben, sind in der ganzen Schweiz rumgereist durch die Woche und trainieren. Wir haben 6 Stunden oder alle sind um die 6 Stunden unterwegs gewesen, um zu trainieren. Ich glaube, jetzt reden wir von 2 Stunden und können davon 1,5 Stunden trainieren. Das ist sicher ein Vorteil. Und wie werdet ihr mit Nationalspielern, also ausländischen Nationalspielern umgehen? Ihr habt eben Indrek Sisca, der mal gespielt hat bei euch wieder dieses Jahr, Rui Motta, der dabei ist. Wie wird das in Zukunft sein? Sicher nie so verkehrt, wenn einer von ihnen dabei ist. Sie sind sachstark. Sie kommen auch für praktisch kein Geld an, weil ja, der eine oder andere ist ein Kollege von einem von unserem Team. Und wir gehen nicht Spieler holen, die Tausende von Franken kosten. Das bringt nichts. Das ist nicht unser Ziel. Und es soll langfristiges Ziel sein, aus der Region mehr Spieler zu holen, damit man ein breites Kader machen kann und immer wieder stärker ist. Aus der Region gibt es auch immer wieder gute Rasenfußballer. Der letzte jetzt Rainer Biel ist mal dabei bei euch. Gibt es da auch wieder Pläne oder Ideen, dass wieder mal jemand dabei sein könnte? Ja, wir haben so ein bisschen etwas am Planen, aber es ist noch nichts definitiv. Darum, aber wir setzen gar nicht wirklich auf die Rasenspieler. Ich will wirklich, dass wir mehr Spieler haben, die die ganze Saison auf Sand setzen und eigentlich den Rasen sein lassen. Ist sicher nicht einfach. Es gibt Leute, auch bei uns im Team, Moment, die spielen seit 20 Jahren Rasen. Ich kann es ihnen nicht verbieten, aber ich bin froh, kommen solche Spieler, die uns am Schluss so verstärken.